In der Kosmochemie, genauso wie in der Geochemie, normieren wir sehr gerne und sehr häufig. Normieren bedeutet, wir nehmen die Analyse eines Gesteins und stellen die relativ zu einem anderen Gestein dar. Also zum Beispiel, wir nehmen bei Meteoriten CV-Chondrite und wollen die relativ zu CI-Chondriten darstellen. Was das bedeutet ist, in der Regel, wenn man einfach normalisiert, dass man CV durch CI macht. Jetzt gibt es auch eine doppelte Normalisierung. Dabei normiert man nicht nur CV auf CI, sondern auch noch auf ein Element. Weil man einfach sagt, ja, man möchte eben die Abweichung nur relativ zu dem einen Element sehen. Und in dem Fall macht man dann CV-Chondrite durch CI und dann noch relativ auf Magnesium. Also teilt man da auch noch durch. Oder manchmal steht man auch da, man normalisiert auf Magnesium und dann noch CI. Also umgekehrt. Und man fragt sich, ist das jetzt das Gleiche oder was anderes? Und ich werde jetzt hier mal eine Normalisierung durchrechnen, um wirklich genau zu zeigen, wie das funktioniert. Also hier sind jetzt zunächst mal Analysen gegeben für CV und CI-Chondrite. Und zwar für die vier Elemente Silizium, Aluminium, Magnesium und Calcium. Hier CV, hier CI. Und jetzt normalisiere ich das einfach. Also schreibe ich hier mal hin, normierte Analyse. Und bei einer einfachen Normalisierung, wie gesagt, teile ich jetzt wirklich nur einmal CV geteilt durch CI. Nichts anderes. Und das mache ich dann für alle vier. Ja, hier habe ich jetzt CV durch CI, CV durch CI, also CV durch CI Silizium, CV durch CI Aluminium, Magnesium und Calcium. Und damit bin ich dann fertig. Jetzt kann ich diese Werte hier nehmen und kann die plotten. Ganz einfach. Ja, jetzt ich gehe hin, plotte die jetzt und jetzt habe ich einen Lineplot. Jetzt könnte ich hier auf die Y-Achse schreiben, CV-Chondrite normiert auf CI, weil ich jetzt CV durch CI gemacht habe. Das ist die Normierung, die einfache Normierung. Damit ist man fertig. Jetzt wollen wir nicht nur eine einfache Normierung machen, sondern wollen zusätzlich noch auf Magnesium normieren. Weil wenn man das jetzt hier im Diagramm darstellt, hat man hier irgendwelche Werte, wo jetzt der höchste und der geringste ungefähr 1,5 ist. Jetzt wollen wir aber, das kann vielleicht noch anders sein, ja, vielleicht sind die Werte sogar noch viel höher und niedriger, um das ein bisschen einfacher darzustellen und um die noch untereinander besser vergleichen zu können, wollen wir vielleicht auf Magnesium normieren. Wir wollen, dass Magnesium bei 1 ist. Was wir dazu machen, ist, dass wir diese Analyse, die wir jetzt schon auf CI normiert haben, einfach nochmal durch Magnesium teilen. Also normiert die Analyse auf Magnesium. Also es wäre normiert auf CI und hier unten wäre dann im Grunde auf CI und Magnesium. Und was ich jetzt mache, ist tatsächlich, was ich mir gesagt habe, ich nehme jetzt diesen Wert und teile den durch Magnesium. Also das war jetzt Silizium. Danach nehme ich Aluminium und teile es durch Magnesium. Jetzt komme ich zu Magnesium. Magnesium teile ich auch durch Magnesium. Da kommt natürlich 1 raus, da kommt die 1 her. Und dann schließlich Calcium teile ich auch noch durch Magnesium. Und jetzt habe ich hier eine normierte Analyse auf CI und auf Magnesium. Dann kann ich das Ganze auch plotten. Und man sieht jetzt, dass Magnesium hier, jetzt ist die Zahl nicht besonders schön gewählt an der Stelle gerade, aber die liegt jetzt hier bei 1. Dann sehe ich, dass also Aluminium leicht gegenüber Magnesium angereichert ist, Calcium auch, Silizium ist fast gleich. Also Magnesium-Silizium-Verhältnis wäre hier dann ungefähr gleich. Und das ist dann die, jetzt könnten wir hier auf die Y-Achse schreiben, normiert auf CI und Magnesium. Was ist jetzt, wenn er da steht, normiert auf Magnesium und CI? Was man in dem Fall macht, ist, dass man, ich lösche das einmal komplett weg. Jetzt normiert man, normiert auf Magnesium. Jetzt normiert man nur auf ein Element. Könnte man auch machen. Und hier macht man tatsächlich das Gleiche. Also Silizium geteilt durch Magnesium. Oder ich sollte die anderen noch kurz da lassen, damit man dann sieht, inwiefern das ein Unterschied ist oder nicht. Also ich schiebe das hier einfach mal nach da drüben, dann kann man das nachher vergleichen. Also und jetzt kommt normiert auf Magnesium.
Und dann, wie gesagt, Silizium geteilt durch Magnesium, dann Aluminium geteilt durch Magnesium, Magnesium geteilt durch Magnesium und Calcium geteilt durch Magnesium. Und dann haben wir jetzt diese Normierung auf Magnesium. Das gleiche machen wir für Ci. Dafür kann ich das hier rüber kopieren und dann hat man das gleiche hier gemacht. Jetzt habe ich überall alles auf, auch die Ci-Werte auf Magnesium normiert. Jetzt habe ich, kann ich das hier noch runter kopieren, jetzt ist Silizium auf Magnesium normiert, Aluminium auf Magnesium normiert, Magnesium auf Calcium auf Magnesium normiert. Also jetzt sind die beiden hier auf CV und Ci sind jetzt auf Magnesium normiert. Und jetzt mache ich normiert auf Magnesium und auf Ci. Und dazu mache ich das, was ich, als ich das hier drüben gemacht hatte, im ersten Schritt gemacht habe. Nämlich, ich teile jetzt CV durch Ci. Ja, ich habe jetzt hier auf Magnesium normiert, jetzt habe ich diese Daten und die normiere ich jetzt auf Ci. Das heißt, ich mache Silizium geteilt durch Ci. Dann mache ich Aluminium geteilt durch Ci. Dann mache ich Magnesium durch, das kann ich auch so machen, das ist 1, 1 durch 1. Und dann mache ich noch Calcium geteilt durch Ci. Und dann habe ich diese Werte. Jetzt habe ich normiert auf Magnesium und dann auf Ci. Und wenn ich die jetzt vergleiche mit denen auf der anderen Seite, die ich vorher gemacht habe, also mit denen hier, dann sehe ich, dass die identisch sind. Ja, also diese hier, wenn ich die mal kurz ein klein wenig einfärbe, um das ein bisschen besser zu sehen, diese hier und diese hier sind identisch. Das bedeutet, ob da jetzt steht normiert auf Ci und dann auf Magnesium oder normiert auf Magnesium und dann auf Ci, spielt keine Rolle. Es kommt in beiden Fällen genau das Gleiche raus. Also man kann gefahrlos beide Wege gehen. Und das ist, wie die Normierung funktioniert. Die einfache Normierung, wo man einfach nur durch Ci teilt, und dann die doppelte Normierung, wo man noch durch zum Beispiel ein Element teilt.